Hier hinten irgendwie? Hier hinten runter? Barrett? Was meinst du? Es ist hier Weihnachtsbeleuchtung oder was am Gelände? Da drüben. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Keine Ahnung, durchstechen. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Wow. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf dem Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Okay. Ups. Nein. Genau, yeah, super, cool. Oh, oh, nein, Einsatz verpasst, aber ging ja. Alles in Ordnung, Freunde. In der Demo nehmen wir alles nicht so eng, Freunde. Oh, hier sind ja auch schon welche. Und schon wieder. Und schon wieder. Und schon wieder. Eigentlich ist es super schlecht, sind wir mal ganz ehrlich, aber irgendwie... Wie gesagt, wir sehen es einfach mal nicht so eng. In der Vollversion wäre das natürlich alles ein bisschen... Bisschen anders. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Ja, sehe ich genauso. Ich halte mich aber trotzdem noch mal kurz. Ich meine, ich habe 18 Heiltränke, da kann ich auch schon mal kurz ein, zwei Mal die Dinger latschen. Diese Waffen können genauso hart einstecken wie austeilen. Wir müssen gezielt vorgehen. Und wie genau? Wir verwenden Magie. Und zwar im richtigen Augenblick. Ich bin bereit. Magie, Feuer. Durch bestimmte Angriffe oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner ins Straucheln bringen. Wenn du einen Gegner ins Straucheln kommt, wird Schock anfällig über seine Schockleiste angezeigt. Wenn du ihn dann mit Fertigkeiten oder Magie triffst, füllst du seine Schockleiste besonders schnell und steigerst deine Chance, ihn vollkommen wehrlos zu machen. Manche Fertigkeiten oder auch Magie sind dazu besser geeignet als andere und auch Elemente können bei diesem Vorgang eine entscheidende Rolle spielen. Ich glaube, wir haben ihn! Ja, es ist unsere Chance. Geben wir alles. So, Magie nochmal reinhauen. Hat er nix? Er hat keine Leiste voll. Er hat nicht mal eine Leiste voll. Was machst du, Junge? Barrett. Unsere Chance schaffen wir uns selbst. Los, nochmal. Alter, heftige Ansage. Auswirkung des Schockzustands. Okay, Alter, es ist natürlich sehr viel gerade. Aber es passt schon. Ja, das hat ganz gut reingehauen. So, Cloud. War das schon der Miniboss? Nee, oder? Das ist doch kein Miniboss der Demo. Es wird doch bestimmt ein Miniboss geben, oder nicht? Rang. Soldat ersten Rangs, nicht Jahrgangs. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinem. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur blind befehlen gefolgt wird. Schon gut, kapiert. Bist ein Erstling, fein. Ich bin unwürdig. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Hier geht's runter. Nein, runter mit dir, Cloud. Ich wollte gerade sagen, gibt es keine Möglichkeit, schneller? Ich kann das Makro förmlich riechen. Hohohoho! Die Kiste lassen wir mal jetzt liegen. Auch die hier. Vor Angst oder was? Nee, vor Freude! Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Hier ist doch bestimmt dieser kleine Spinnenboss, den man schon in der Demo, also in der Gameplay-Demo der E3 gesehen hat, glaube ich. Das Kampfsystem ist schon nice. Also die Befürchtung hat sich auf jeden Fall schon mal gelegt.
Ob das Spaß macht oder nicht, das macht auf jeden Fall Spaß. Junge! Barrett, mach doch mal den, der mich die ganze Zeit weglasert da oben. Was ist denn los mit dir? Geht doch. Nee, gar nichts. So, Gegenstände kurz, Heiltrank, Cloud, Heiltrank, Barrett. So. Bin ich ja schwindelfrei. Zum Glück stehst du im Weg. Was ist denn los mit dem Barry? Willst du mich verscheißen? Sehr witzig. So. Gleich geht's los. Ich kann's kaum erwarten. Dem Boss werden wir uns nochmal entgegenstellen. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Hm. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Was ist? Hm? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Ha! Hast wohl kalte Füße. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf! Ach nö! Okay. Wie kämpft man am besten gegen so ein Teil? Maschinen sind oft stark gepanzert, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmacken. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ausweichen, ausweichen, ausweichen! Beeindruckt. Du sollst ja auch Magie benutzen. Ich hab dem Braten nicht getraut. Überlass das Denken mal mir und kämpf lieber. Oh, ausweichen, Cloud! So. Hey, hast du eine extra Einladung? Ich hab gesagt, du sollst. Ja, ja, Magie! Okay, dann mach ich es. Komm, mach ich es einfach. Schockanfällig. Jetzt müssen wir draufhauen. Was hast du erwartet? So, Fertigkeiten, Impulshieb, let's go! Oh nein! Natürlich in dem Moment, wa? Sehr schön. Komm, die Leiste ist gleich voll bei ihm! Alter! Sieht schon ganz cool aus. Was ist denn das schon wieder? Eine Barriere? Seit wann setzen die denn sowas ein? Wohl bei Soldaten nicht aufgepasst, was? Weißt du's besser? Dann wird er nur zu. Der geht okay. Alles ab. Aber hallo! Alter! Wir sind zwecklos. Ja, haut ganz gut rein, Alter. Der haut ganz gut rein. Kurz heilen. Jetzt! Er ist
geschwächt. Jetzt oder nie. Ab auf den Schrottplatz. Na komm, jetzt geh mal langsam drauf hier. Das gibt's doch nicht. Haben wir es jetzt endlich? Ja, wir haben es endlich. Alter Junge, hat das lang gedauert, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Skorpion hat echten Orden verdient. Los, raus hier. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Alter Schwede, Freunde. Das hat aber echt. Also, das werde ich auf jeden Fall kürzen, den Kampf. Der war dann doch schon ein bisschen intensiver und länger. So, Barrett. Ich weiß auch gar nicht, was das für einen großen Unterschied macht, wenn man jetzt den Timer auf 30 oder 20 Minuten stellt. Außer, dass Barrett einen beleidigt, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Gibt's da sonst noch große Unterschiede? Auch das noch. Wir rennen einfach durch. Wir rennen einfach durch jetzt. Keine Zeit für sowas. Muss ich? Ach, ich muss die Platte machen. Und er rennt einfach weg, oder was? Ist ja frech. Er rennt einfach weiter. Barrett, du bist doch der Feigling, Barrett. Wo ist er? Wo ist er? Der ist schon richtig weit weg, wa? Ne, hier wartet er. Er hätte auch mitkämpfen können. Hä? Bist du okay? Wonach sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Hast was gut. Hey! Wir treffen uns da vorne! Pass mir ja auf Jesse auf! Hier entlang! Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Hier geht's zum Ausgang. Beeil dich! Ist ja gut, ist ja gut. Bin ja schon unterwegs. Überall Kisten, die ich unbedingt mitnehmen will eigentlich, aber naja. Freunde. Ja, wie gesagt, in der Vollversion würde ich das dann anders machen. Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch, was du willst. Kann man verstehen, oder? So ein bisschen ablenken. Eine Cloud direkt 10 cm unter ihrem Hintern. Konzentriert klettert er trotzdem einfach weiter. Ey, Junge, was ist das für eine Beherrschung? Nicht schlecht. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Mach dir um mich keine Sorgen! Hab ja Soldatengeleitschutz! Ex-Soldat. Da sind sie! Festen! Hier knallt's gleich! Aus dem Weg! Barrett! Reden bringt hier nichts. Verzieh dich! Jawohl, das hat gut geknallt hier. Sag mal, Barrett, ey, du schaffst nicht mal einen Gegner in der Zwischenzeit zu besiegen. Was ist los mit dir? Hauptsache Sprüche klopfen, wa? Das Ganze aber gut, ja? Da bist du ganz gut dabei. Jo! So, den klatschen wir mal richtig schnell jetzt weg hier. Auch wenn ich sehe, ich bin die ganze Zeit halt tot. Oh, egal, was soll man machen. So. Ja, let's go. Yeah, zack. So, Barrett, du machst mal... Ach, du hast ja... Ach, du hast schon wieder keinen ATP-Leiste, Mann. Jetzt aber. Jetzt hauen wir nämlich mal ein bisschen Blitz drauf. Hier bin ich.
Komm, weg mit dir! Wir haben keine Zeit hier. Wir müssen flüchten. Let's go, los! Weiter geht's, weiter geht's. Auch da die schöne Kiste. Ich lass dich liegen. Ich komm's bald holen in der Vollversion. Ich hol euch alle. Los, Barrett, mach mal jetzt was. Guck dir das mal an, guck mal. Geh, komm nur zu. Ey, Junge. Das war's. Du Großmaul, ey. Alter, wie lange geht denn die Demo? Was ist das denn, Alter? Alter, was ist das für ein Vieh? Alter, der ist ja flink. Sehr schön. Muss aufpassen, ich bin gleich tot, ey. Kurz mal, ganz kurz heilen. Nicht, dass ich hier auf dem Weg noch drauf gehe, ey. Halt mich bloß nicht auf. Alter, die Viecher, was sind das für Viecher, Junge? Ich hab sowas von keinen Bock zu blocken, man merkt es wieder. Ich bin so blockfaul in Games. Sehr schön. Sehr schön. Dann übernimm. So. Haben sie die in der Zwischenzeit wieder aufgebaut, oder was? Sehr gut. Mach schon! Geht's denn? Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf.
Nun gut, das war der kleine Einblick in die Demo. Hat's euch gefallen? Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da. Das war's. Haut rein, danke fürs Zusehen und tschüss.